Guten Abend, liebe Gäste dieser großartigen Veranstaltung. Wir freuen uns nach einer sehr langen Produktionsphase. Eigentlich habe ich erst eine Woche vorher angefangen. Ja gut, also wir freuen uns, Ihnen diesen Film präsentieren zu können. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die ergreifenden Momente des Abiturjahrgangs 2022. Beachten Sie aber bitte folgende Sicherheitshinweise. Fragen Sie Ihre Sitznachbarn nicht im Minutentakt, ob diese schon Ihren Sohn oder Ihre Tochter im Film gesehen haben. Und bitte, tragen Sie ihnen auch nicht vollkommen unerwartet alle 100 Merkzahlen des Leistungskurses Geschichte vor. Ja, wir wissen's. 753. Rom kroch aus dem Ei. Dies dient nur Ihrer eigenen Sicherheit. Aber nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und eine köstliche Unterhaltung. Was wird dir vom JWG im Gedächtnis bleiben? Eindeutig die Pause. Die Pause, die war nicht mehr Wahnsinn. Dumme Quatsche. Ja. Der Krakow-Fort. Ja. Ikari. Ikari. Vor Asien, genau. Auf jeden Fall der Unterricht mit Herrn Hensch. Legendär einfach. Ich glaube, ich habe noch nie so viel in dem Unterricht gelacht wie in diesem halben Jahr. Und so wenig Unterricht gemacht, was mir nichts gebracht hat. Aber es war lustig. Dass die Hofpausen entweder immer zu kalt oder immer zu warm war und dass man im Winter nie drinnen bleiben durfte, sondern immer rausgeschickt wurde. Und man hat immer Versteckenspiel im Schulgebäude gemacht, ja, dass man irgendwie drin bleiben konnte und die Lehrer nicht entdeckt haben. Aber trotzdem waren die Hofpause eigentlich mit am schönsten, weil man konnte die mit Freunden verbringen, gerade in der Oberstufe, wenn man nicht alle Kurse zusammen hatte, war es so der einzige Moment, wo man mal wirklich zusammen sein konnte und sich austauschen konnte. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall die Pausen, würde ich sagen, weil einfach legendär, so, einfach rausgehen, dumm quatschen und dann reingehen und du fühlst dich einfach noch 10-mal dümmer als nach dem Unterricht. Das ist auf jeden Fall noch der stinklangweilige Musikunterricht von der Zieger. Bolde auf jeden Fall. Bolde. Das ist sehr wichtig gewesen. Auch in der Unterstufe immer. Schröder kam erst in der 11. Und vorher Schulzeit. Immer zu Frau Bolde und die erhöht die Preise jedes Jahr und sagt, nein, das ist doch selber preisfähig. Ja, der ganze Schulstress, den die Lehrer eigentlich, ja, sag ich mal, auch eingefordert haben durch die vielen Hausaufgaben und durch die ganzen Klausurvorbereitungen. Aber ich denke auch, im Gedächtnis bleibt definitiv die schöne Erinnerung und das waren eindeutig die Pausen, beziehungsweise, ja, die Pausen in der Gruppe, wo wir halt oft geredet haben und gelacht haben. Und das ist so, denke ich mal, das Spannendste, was ich hier eigentlich erlebt habe, tatsächlich. Also mir wird immer der Physikunterricht immer in Erinnerung bleiben, als Herr Novak einmal geraucht hat, um uns irgendwelche Laserstrahlen zu verdeutlichen. Das war auch richtig lustig. Ja. Was war das Nervigste am JWG? Die unterschiedlichen Etagen von den ganzen Höfen hier. Weil irgendwie hat man da immer nicht ganz durchgestiegen, wo man stehen konnte und wo nicht auf den Pausen. Ich war rundum zufrieden. Ich würde sagen, manche Lehrer auf jeden Fall. Hausaufgaben, wie immer, also nie gemacht, immer nur abgeschrieben auf der Pause schnell mal. Wenn dann halt der Lehrer durchs Fenster vom Lehrerzimmer luschert und sieht, dass du die Aufgaben abschreibst, dann gibt's halt schon auf die Schnauze. Oder? Ja, die also auf jeden Fall die Buszeiten und dementsprechend die Schulzeiten. Es war immer richtig beschissen, wenn man eine Stunde auf den Bus warten musste. Was würdest du am JWG ändern, wärst du Schulleiter? Ja, also ich würde auf jeden Fall das ja, alles irgendwie, ja, diesen ganzen Druck für die Schüler etwas reduzieren. Ein paar Lehrer feuern. Ja. Boah, wären wir Schulleiter. Kundenkarten für Bäcker. Nee, doch. Das wäre eine Idee eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Und sonst ist die Schule eigentlich wirklich Prachtexemplarisch. Ein riesen Fußballplatz oder eine Partystation, würde Ben sagen. Partystation. Ist ja auch eine kranke Nummer. Ein Clubhaus. Johann, was ist ein Clubhaus? Shisha-Bar ist natürlich auch in der Debatte. Nee, das wollen wir nicht mehr. Nee, das ist, nee, es geht zum Leuterich. Klimaanlagen in Räumen, dass man nicht so schwitzt im Unterricht. Das ist übelst nervig. Halt's Maul, Theo. Ich schwitze auch im Winter, ja. Aber das könnte man noch ändern. So ein Partyraum oder so wäre heftig. Was hat er denn jetzt gerade versucht? Ach ja, ich würde gern wollen, dass die ganzen Boxen in der Aula funktionieren, weil bis jetzt ist das Akustikding doch echt scheiße. Da schließe ich mich in der Seite. Es hat sich gelohnt, zur Schule zu kommen, weil
weil ich jetzt ein Abitur habe. Ja. Und man sieht halt seine Freunde jeden Tag, das ist eigentlich auch cool. Ja, ja. Stimmt. Ich dann jeden Tag Menschen sehe, die ich gern habe. Und die du mobben kannst. Ja. Ja. Herr Rieschigs Witze. Ja, ja, Herr Rieschigs Witze. Immer on top. Das waren größte Banger. Und habt ihr mal eine Anekdote? Warum geht die Sonne abends unter? Weil sie höhere Dichter als Wasser hat. Oder Herr Großes Geschichten, genau, die sind auch noch ein Big Point. Hä? Ich hab Geo bei dem. Ja, und ja, viel mehr hat sich ja eigentlich nicht gelohnt. Ich bin froh, dass ich weg bin. Eigentlich überhaupt nicht, aber... Naja, doch wegen den Pausen. Ich kam prinzipiell wegen den Pausen in die Schule. Es war immer sehr lehrreich, weißt du? Ja, doch. Ja? Hast du irgendwas gelernt? Nee. Ja, das denke ich. Das Highlight der Motto-Woche für dich? So an sich, die ganze aus dem Rucksack. Ja, also die ganze Motto-Woche war geil. Und alles aus dem Rucksack. Das war auch geil. Das war richtig cool. In der letzten Tag. Das war alles geil. Als man immer gesehen hat, als jeden Tag und immer alle zusammengekommen sind, man hat immer geguckt, oh, wer hat das, wer sieht, ja, wer sieht so aus, wer sieht so aus. Es war aber mega lustig, dann alles erstmal zu sehen. So, und dann immer zu gucken, wer hat ein nices Outfit und so. Das, ja, war echt lustig. Ich fand auch cool, dass so viele mitgemacht haben. Also es gab eigentlich keinen, der nicht mitgemacht, ja, hat. Das war auch zum Thema Mafia, da sahen schon alle sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ich fand das Thema Ein Tag wie ein Lehrer auch sehr gut. Also bei mir definitiv. Bei Zeitreisemotto, das Gruppenfoto mit der Roslewski. Für alle, die DDR-Thematik anhatten. Ich konnte meinen Ritterhelm aufsetzen, den ich seit Jahren bei mir oben auf dem Schrank stehen hatte. Rotmanns Waschbecken. Das war schon strong. Aber ich fand so albern, als Handy. Das und der Wave auf dem Schulklo in der 5-Minuten-Pause. Der war legendär. Welcher Tag der Mottowoche war der beste? Mafia fand ich ganz gut. Da konnte ich eigentlich das anziehen, was ich auch sonst gerne einmal angezogen hätte. Ja, alles aus Rucksack. Ein Tag für den Lehrer. Freitag. Also ja, der erste Tag. Ich fand Lehrer und alles aus dem Rucksack. Ja. Everybody always picking on me. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you,
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Movie, but riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on.
Was möchtest du einem Lehrer vielleicht noch sagen? Bei mir ist es eher an alle Lehrer, dass ihr einfach die Schüler nicht so unter Druck setzen solltet, vor allem in der Unterstufe schon immer sagen, oh ja, eine 11 und 12, das so, werdet ihr das nicht schaffen oder irgendwie sowas, dass man einfach auch den Schülern den Mut gibt und nicht noch die Angst schürt. Also ja, das ist das, was ich noch sagen würde. Die Lehrer sollten einfach nicht so spießig sein und so streng, einfach mal locker und das alles nicht so ernst aufsehen, auch ihr eigenes Fach auch immer so. Ja. Und vor allem an die jungen Lehrer würde ich noch sagen, dass sie sich nicht so unterdrücken sollen, also so runter machen lassen sollen von den Schülern, weil eigentlich machen sie ihren Job meistens richtig gut. Und die Schüler sind meistens ein bisschen undankbar. Also ich würde eigentlich mich bei Herrn Sachs bedanken, dass er halt den Schulalltag oft noch ein bisschen erträglich gemacht hat mit seiner Art und mit seinem Unterricht und ja, also genau. Und ich muss auch noch mal jemanden grüßen. Hallo Frau Kehrer. Ja, ich bin nicht so dumm, wie Sie dachten. Ich habe mein Abitur bestanden und wir können uns ja irgendwann noch mal sehen. Und da sage ich Ihnen nochmal persönlich Dankeschön für die schöne Unterstufe. Aber ich möchte vor allem Herrn Nowak sagen, dass er eigentlich immer für seinen Physikunterricht war ich immer cool und ich fand es super, dass wir immer aktuell politische Themen mit eingebunden haben und dass wir da sehr viel Allgemeinwissen gewonnen haben bei Herrn Nowak. Das ist super. Herr Lehmann, Sie können auf jeden Fall gerne noch nach meiner geschickten Hausarbeit gucken, die habe ich nämlich nie abgegeben. Aber danke, dass Sie mir nie 0 Punkte dafür gegeben haben. Stifler, Sportunterricht war immer der Beste. Und ich muss sagen, Frau ich hasse Sie. Ich denke mal nur allgemein an alle Lehrer, die uns jetzt auf diesen 8 Jahren zum Abitur begleitet haben. Danke. Wirklich, dass Sie uns so unterstützt haben und uns eben so viel beigebracht haben. Ja, gehe ich auch mit. Also das Engagement von den Lehrern definitiv. Und vom Schulleiter, wem sonst, ne? Und seiner Stellvertreterin und der Oberstufenberaterin. Also im Stiffen eigentlich war eine geile Party, oder? Was? Bei Stiffler war immer eine geile Party. Geile Party, Sport hat gefällt. Sport war fällt. GAW, also Klasse war richtig der Kaiser Hensch. Der muss zurück auf den Thron. Der muss zurück eigentlich. Also, wenn jemand Herr Hensch schon mal nachfolgend hat, schöne Grüße. Ja. Schöne Grüße von uns. Ja, der wird sich daran erinnern. An unsere Geschenke. Ja. Ansonsten. An die fickenden Einhörner. Was sagen wir dem Lehrer? Ja, Herr Sachs. Ja, tut mir leid. Für alles. Ja. An Frau dass sie einfach, weil sie einfach richtig nicht gönnt und einfach Schüler runtermacht, wo sie halt weiß, dass sie die halt nicht mag oder so, oder dass sie halt vielleicht mal irgendwas nicht gemacht haben, Bücher gelesen oder so, was halt auch so dumm ist. Und wenn sie dich nicht mag, dann kann es eigentlich auch gleich gehen. An Frau Sie haben meine Zeit hier komplett zur Hölle gemacht. Zumindest in dem Unterricht, den wir miteinander hatten. Und was sagst du zu den Stickern im WhatsApp-Abi-Chat? Also ich habe in die Jahr die Gruppe stumm gestellt. Nach einem Jahr war es auf einmal übelst nervig, Alter. Ich habe das schon immer archiviert gehabt und stumm gestellt. Eindeutig, unnötig und nervig. Ja. Ich habe in 11 einfach schon die Benachrichtigung ausgeschaltet, direkt als der Chat entstanden ist. Ja, und seitdem habe ich mir eigentlich keine einzige Nachricht mal richtig durchgelesen. Ja. Und sie verstoßen eindeutig gegen die Chatregeln. Ja, genau. Ja, das. Bumbum. Gut, das sagt glaube ich alles. Ich habe es auf stumm geschalten. Also. Wird Zeit für den Atem, wo ich mehr sein kann. Hat mich genervt, ich hätte die fast alle gekickt. Ich war kurz davor. Finde ich nicht gut. Gerechtfertigt. Finde ich überhaupt welche nicht gut. Welche jetzt? Generell. Da sind nur welche von mir drin. Achso. Du bist ja selber schuld. Ja, ich glaube, wir blenden dann mal welche ein. Ey, nee. Alter, mit Margot Fork in der Fresse, weißt Bescheid. Ist der drin? Ja. Oh, gut. Der war gut. Lego. Sicher. Lego. Thank you.
Und ich bin auch dabei.
Yeah.
heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing. Viel gesaufen, viel Party. Nee, 11 Ethik 1 war das, Gauditag. Wo ich, das bitte piepsen, wo ich besoffen im Unterricht saß und danach auf Schulklo gekotzt habe. Aber bitte ein bisschen piepsen, das muss ich verstehen. Ja. Okay. Aber bitte. Bitte. Nicht das Geilste. Ey, warte, halt, stopp. Das musst du vielleicht ein bisschen piepsen. Ja. Ich weiß es nicht. Da waren zwei Leute da, die haben sich als Lehrer ausgegeben bei uns im Geschichtskurs. Das war ein und dann haben wir da mit denen quasi, ach, weißt du das? Ja, da waren wieder zwei da und die meinten, ja, wir studieren Sportgeschichte. Und dann hat vor denen mit denen gequatscht, ja, studiert ihr? Ja, Geschichte. Welches Semester? Ja, wir sind gerade drittes Lehramtssemester, übelst krank. Es waren einfach gar keine Lehrer, also übelst krank. Und dann hat übelst angefangen rumzuschreien, der Mutter wurde rausgeschickt, das wurde denke angeschrieben, das war geil. Das war geil. Das war geil. Das war geil. Okay. Das war geil. Ja, halt allgemein so wirklich allgemein Leben. Geschichtsleistungskurs war Daniel Junger auch nicht schlecht. Er hat irgendwas was erklärt. Daniel Junger macht Geschichte. Ach nee, ist das nicht der? Listen to go ist gut. Listen to go ist gut. Wuhu! Wuhu! Ob das gerade bei euch genauso ist? I doubt it! Ha!